Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen fort mit dem zweiten Gespräch des heutigen Tages. Auf welchen Wegen kann man den Fachkräftemangel beseitigen? Bei dem Gespräch werden dabei sein Frau Christiane Luipold und Frau Susanne Neumann. Frau Neumann wird beginnen mit einem Eingangsstatement, mit einer kleinen Präsentation. Frau Neumann ist Leiterin des Projektes LEAP bei der Zukunft im Zentrum GmbH. Es ist Modalisierung, Modualisierung und berufliche Nachqualifizierung. In diesem Bereich arbeitet sie. Und was für Sie wichtig ist, das haben wir jedenfalls als Statement herausgenommen, Nachqualifizierung bietet Menschen mit individuellen Lebensläufen die Chance, einen Berufsabschluss nachzuholen und Wertschätzung für ihre beruflichen Kompetenzen zu erfahren. Das ist sozial geboten und ökonomisch sinnvoll. Frau Neumann wird anfangen, dann wird Frau Luipold dazukommen. Sie ist Leiterin des Stabes Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit in der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Dann machen wir das Gespräch. Bitte schön, Frau Neumann. Ja, guten Tag. Ich bedanke mich auch erstmal ganz herzlich für die Einladung. Nimmt es einen ganz andere Farben an, denke ich, in der nächsten Runde. Weil ich sage schon mal vorweg von mir, ich bin nicht aus der Pflege. Das hört man, glaube ich, schon an dem Statement. Ich bin von Zukunft im Zentrum. Das ist eine Berliner GmbH, die gemeinsam mit zwei anderen als Servicegesellschaft des Berliner Senats auftritt, also treuhänderisch tätig ist, im Rahmen auch der verwalterischen Tätigkeit von Geld des Berliner Senats. Zukunft im Zentrum fördert aber insgesamt halt Beschäftigung, berät zur Bildung und zur Entwicklung von Fachkräften. Und der Beitrag heißt, ja, ich kann das gleich tun. Er schaltet sie. Der Titel meines Beitrags war, auf welchen Wegen kann man den Fachkräftemangel beseitigen? Da steht nichts von Pflege. Und ich sage das auch vorweg, weil also Zukunft im Zentrum vor allen Dingen berät ganz allgemein zum Fachkräftebedarf und kleine und mittlere Unternehmen häufig berät dazu, was kann dazu getan werden. Im Bereich Pflege haben wir einige Punkte heute ja schon gehört. Es ging um Arbeitgeberattraktivität, um die Attraktivität des Berufsbildes. Ich denke, es geht um ganz viele Punkte. Haben wir noch eine Chance? Hier ist keine Maus, hier ist die. Okay, da war was davor. So, jetzt ist der weg. Da ist er, genau. Genau. Ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt über die Pflege rede, das einzige Feld, in dem ich mich so weit auskenne, das ist die Altenpflege. Ich kann nichts zu anderen, den anderen Pflegeberufen sagen. Denn gerade in dem Bereich der Altenpflege haben der Senat hier in Berlin und auch das Bundesministerium dann doch einiges getan, um verschiedene Modellprojekten etwas in die Wege zu bringen. Und da bin ich tätig. Hier nochmal ein Überblick kurz, in welchem Feld Zukunft im Zentrum sich um den Fachkräftebedarf kümmert. Das sind alles Projekte, Modellprojekte von der Senatsverwaltung, aber eben auch von dem Bundesministerium. Da geht es um Minijobberinnen. Wie kriegt man Minijobberinnen in sozialversicherungspflichtige Arbeiten? Dann um die Frage Beratung von Unternehmen zur Personalentwicklung. Also Personalentwicklungsstrategien mit KMUs zu entwickeln, um dem Fachkräftebedarf zu begegnen. Es geht um die Studienabbrecher. Was machen wir mit Studienabbrecher? Wie können wir sie dazu gewinnen, qualifizierte Berufsbilder anzugehen? Es geht aber auch um die Beratung überhaupt von bildungsinteressierten Bürgern in den Institutionen der Lernläden und Jobassistenzen in Berlin, um Menschen im Bereich der Weiterbildung und auch Erstausbildung zu beraten, um sie auf ihren ganz persönlich richtigen Weg zu bringen. Also es geht um ganz viel und wir haben ganz unten, und daher bin ich Projektleitung, das Projekt LEAP, Fachkräfte aufbauen im Rahmen von Perspektive Berufsabschluss. Sehen Sie das Logo von dem Programm des Bundesministeriums. Und da geht es ganz konkret darum, und vorhin wurde Nachqualifizierung sehr einmal abwertend benutzt als eine Kurzqualifizierung. Ich sage hier ganz bewusst, in diesem Fall im Bundesprogramm geht es immer darum, um das Nachholen des Berufsabschlusses. Es geht nicht um
irgendetwas Kurzweiliges, um irgendeine kurzfristige Qualifizierung, sondern es geht um die Frage, wie finden wir Durchlässigkeiten, wie finden wir Möglichkeiten, Beruf, den Berufsabschluss, in dem Fall jetzt hier Fachkraft in der Altenpflege eben zu ermöglichen und vielleicht auch noch ein paar alternative Wege einzuführen, denn wir haben verschiedene Zielgruppen. Ich habe sie gar nicht alle aufgezählt. Ich habe da oben in diesem Weg mal kurz skizziert, welche Ausbildungswege wir eigentlich haben. Und ich gehe nicht auf die Akademisierung ein. Ich beziehe mich auf diesen, auf den Bereich von Laien bis zur Fachkraft. Ich sage mal, in diesem Spektrum, denke ich, mit meiner Partnerin hier in der Debatte dann von der BA, bewegen wir uns auch, denke ich, in der Arbeit, mit der wir zu tun haben. Und wenn wir den Fachkräftebedarf sehen, dann wird in den Medien über Verkäuferinnen aus dem Schleckerbereich gesprochen, die wir zur Erzieherin, zur Pflege oder so etwas bilden wollen. Es werden wirklich absurde Diskussionen geführt in diesem Bereich. Aber wir haben einen akuten Fachkräftebedarf. Im Laufe dieses Tages sehr viel von Trends, von langfristigen Trends gesprochen. Aber wir haben im Moment das Bedürfnis, wir brauchen Menschen in der Pflege. Und ich möchte ein Beispiel bringen, was das führen kann, wenn man nicht schnell reagiert. Hier in Mecklenburg-Vorpommern, auch dort gibt es Quoten für die Fachkräfte. Die ambulanten Dienste waren nicht mehr in der Lage, diese Quoten zu erreichen. Sie waren also eigentlich in einem, sie haben rechtlich nicht mehr richtig gehandelt. Sie durften eigentlich nicht mehr handeln. Und was hat man getan? Man hat, weil man da schneller reagieren konnte, man hat das, was eine ungelernte Pflegekraft tun darf, einfach erweitert. Das konnte man schnell regeln und damit hat man die Qualität runtergesetzt. Und ich denke, das darf nicht passieren. Und deshalb sind viele Entwicklungen zu langsam in diesem Bereich. Wir müssen sehen, dass wir eben auch die Chance nutzen von denen, die ungelernt in der Pflege sind, an- und ungelernt, dass wir die schnell auch auf gute Wege bringen, dann zu Fachkräften zu werden. Weil wenn wir das gegeneinander ausspielen, diese Debatte, dann kommt Politik zu ganz anderen Lösungen, die völlig kontraproduktiv sind in dem Bereich. Also das, dazu haben wir also einmal die Arbeitslosen, wir haben die A-Ausbildung und die Umschulung. Schön, wir wissen, dass die BA jetzt dann doch das dritte Jahr der Umschulung finanzieren möchte. Das war immer ein großes Manko im Bereich Umschulung. Wie sieht das dritte Jahr der Finanzierung aus? Wir haben aber, und das ist auch Förderpolitik, sage ich mal, im Bereich der Arbeitsmarktförderung, die Situation, dass die Arbeitslosen meist erstmal nur zur Pflegehelferin ausgebildet werden. Höchstens, ich sage mal, Pflegebasisschein ist das beliebteste Instrument, möglichst Arbeitslose schnell, kurzfristig eine Qualifikation zu ermöglichen, die sie vermittelbar macht auf den Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt gibt es im Moment her, sie sind dann erstmal weg aus der Statistik und sind in der Pflege tätig. Und mein Appell ist, sie dann nicht zu vergessen. Sie sind in der Pflege tätig, sie sind in einer prekären Situation tätig und ich sage, die Arbeitslosen, die wir da haben, sind oft die motiviertesten, die in diesen Weg gehen. Dann also die Erwachsenen, oft auch ältere Frauen, also jenseits der Erstausbildungszeit und wir brauchen durchlässige Wege, die sie dann in Beschäftigung auch ermöglichen, sich weiter zu qualifizieren. Die sind nicht in der Erstausbildung, die haben Familie zum Teil, die brauchen auch das Gehalt, das Geld aus der Arbeit und sind trotzdem bereit, sich weiterzubilden. Also ich denke, das ist dieser Weg, den ich dort in der Mitte geschrieben habe, wir brauchen und mit dem Fragezeichen, weil der ist ungeklärt. Weil wir haben ganz wenig Möglichkeiten der beschäftigungsbegleitenden Umschulung. Sie ist im Moment noch auf 4 Jahre geregelt. Wir haben im Bundesgebiet ein paar Modellprojekte, die zumindest das, was rechtlich gegeben ist, nämlich wenn man in anderen Gesundheitsberufen eine Ausbildung hat, eine Verkürzung bekommt. Aber wir haben ja in anderen Gesundheitsberufen die Situation nicht viel anders. Also das ist da haben wir Modellversuche, damit das wenigstens in der Praxis mal umgesetzt wird, was auf dem Papier steht, dass andere aus anderen Berufen stammt, eine verkürzte Ausbildung in der Altenpflege dann stattfinden kann. Wir haben aber noch keinerlei Zugänge für die Personengruppen und die Sachverhalte, wo es zum Beispiel um die Anerkennung geht von beruflichen Abschlüssen aus dem Ausland. Und das sind akademische Berufe, also nur um alles wegzunehmen. Und trotzdem haben wir hier im Moment keinen guten Durchgang, sie dann zu Fachkräften nach unserem Verständnis hier auszubilden. Und wir haben ein
Feld, das ist auch nur ganz kurz angesprochen, ist die Laienpflege, nämlich im Bereich der pflegenden Angehörigen, einer Qualifizierung, den auch sie mit reinzunehmen in dieses Feld von Qualifizierung. Also was brauchen sie eigentlich, die pflegenden Angehörigen, um ihre tägliche Arbeit zu nehmen und auch ihre Grenzen zu erkennen. Also da, wo sie sich dann Unterstützung entsprechend auch von den von anderen Professionen holen. Und ich habe ganz bewusst, weil mein Beitrag ja mit der Überschrift gar nicht die Pflege impliziert, die politische Diskussion nochmal aufgenommen. Da hinten haben wir pflegende Angehörige und ich meine damit die Frauen, die vielleicht Ingenieurinnen sind, die im Moment, wir haben eine Fachkräftedebatte, die ist nicht nur auf die Pflege reduziert, sondern wir haben sie in vielen Bereichen und wir haben gerade die Akademikerinnen, die sich in ihrer Entscheidung zum Teil, weil die Pflegesituation so schlecht ist für ihre Angehörigen, sich entscheiden, zu Hause zu bleiben. Und wenn wir Fachkräftebedarf bewegen wollen insgesamt, dann geht es auch darum, die Frauen als Fachkräfte wieder zu gewinnen, die im Moment ihre Angehörigen pflegen. Ich wollte die Dimension einfach ein bisschen größer machen, wenn es um den Fachkräftebedarf geht. Hier nochmal ganz kurz aufgeführt die Ausbildungsgänge. Und ich muss dazu sagen, in Berlin gibt es noch nicht mal die Altenpflegehelferin, weder die ein- oder die zweijährige Ausbildung. Hier in Berlin gibt es nur die dreijährige Ausbildung und den Pflegebasisschein. So, und dann haben wir die Situation auch in der Förderung, dass wir ganz viele Pflegebasisscheine haben und ganz viele Tätige mit Pflegebasisschein und dann nicht weiter wissen. Die müssen alle von null anfangen, egal wie lange sie da schon gearbeitet haben. Und das kann nicht sein. Also wir haben also jetzt im akuten Fachkräftebedarf. Und es gibt ein Projekt, Cusinova, das ist von der Senatsverwaltung hier in Berlin initiiert. Das ist für Migrantinnen und Migranten, um sie zu gewinnen, um allen Seiten etwas mehr zuzutrauen, nämlich zu sagen, wir machen das erste Jahr der Altenpflegeausbildung modular. Wir haben Module entwickelt mit einer Pflegefachschule. Dieses Jahr ist anerkannt als erstes Jahr Umschulung. Dieses erste Jahr hat eine zusätzliche Sprachförderung. Das heißt, das erste Jahr hat eben ein Cusinova-Jahr hat 14 Monate. Es sind aber nicht zwei Monate Sprachkurs, sondern die integrierte Sprachförderung läuft kontinuierlich in der Ausbildung, in der Praxis wie in der Theorie. Die Sprachdozenten gehen dort mit. Und wir haben die Möglichkeit, eben Abbrüche nicht als Abbrüche zu verzeichnen, sondern wir sagen, es ist kein Abbruch, es ist eine Qualifikation, wenn man nach einem, nach zwei oder nach drei Monaten rausgeht. Und der Pflegebasisschein ist das Minimum, was dabei rauskommt. Aber jeder hat die Möglichkeit, weiterzumachen, und zwar bis zur Fachkraft. Und eben mit der entsprechenden Förderung, und man, um Zielgruppen zu gewinnen, die viele nicht auf dem Bildschirm haben, dass man ihnen das zutraut. Und da geht es einmal um die Frage Schulabschluss. Das heißt, wir können dort, also der Träger kann dort jemanden aufnehmen, auch mit dem Hauptschulabschluss. Der würde dann aussteigen nach zwei Modulen, um seinen Schulabschluss erst nachzuholen. So ist der Weg im Moment. Wir haben das im Moment, können wir das nicht wie in anderen dualen Ausbildungen parallel machen, aber es ist dann ein Versuch, ein Stückchen, ich probiere den Beruf aus. Ja, und ich habe die Möglichkeit, das nicht in einem 6-Wochen-Kurs zu machen, sondern mit einer Anrechenbarkeit auf das, was sich dann darauf anschließt. Und das ist der einzige, sag ich mal, Versuch, in dem Bereich zu modularisieren und auch einen Einstieg zu schaffen für eine ganz spezielle Zielgruppe. Ich finde es schade, ich möchte eigentlich mehr. Ich möchte, dass tatsächlich mehr auf die Kompetenzen gerade schon von den Pflegenden geguckt wird. Und es ist so ein schöner Haufen, wir haben dann oft ein großes Durcheinander von Kompetenzen, je nachdem, wo einer herkommt, vielleicht auch aus einem anderen medizinischen Beruf, aus dem Ausland, aus ich weiß nicht woher, Kompetenzen entwickelt hat. Man kann auch selbst lernen, man kann auch, es ist ein ungeordneter Haufen und man sollte sie erstmal sortieren in einer fachlichen Feststellung. Man sollte gucken, was kann jemand und darauf auch, gerade wenn er schon lange beruflich tätig ist, und darauf aufbauend qualifizieren und vielleicht etwas stärker den Weg von Kompetenzen zu einer Qualifikation auch in ein System bringen, als nur auf formale Qualifikationen zu gucken. Und ich denke, die Standards in der fachlichen Feststellung, die es für andere Berufe schon gibt, sind hoch. Wo kann man HWK, IHK entscheiden? Haben die da natürlich quer mitgewirkt, wie diese fachliche Feststellung aussieht. Aber ich denke, das ist eine Möglichkeit auch in der Pflege, gerade aus dem Beschäftigtenkreis und aus den Kreisen der Migrantinnen und Migranten einen zusätzlichen Weg zu eröffnen in der Altenpflege.
Das ist nochmal ein kleiner Exkurs, den ich da ganz gerne mache, weil ich denke, das sind Sachen, Diskussionen, die wir heute den ganzen Tag gehört haben. Das ist ein Entscheidungsdreieck, das ist entstanden aus einer ganz haushaltswissenschaftlichen Sichtweise. Frau Professor, Frau von Schweizer, also ich selber bin halt auch Haushaltswissenschaftlerin, also von daher von dem Gender-Thema sehr vertraut, sehe immer alles sehr aus diesem Entscheidungsfokus eines Gesamthaushalts, gar nicht einer einzelnen Frau. Und habe hier in den Mittelpunkt auch den Haushalt gestellt oder den Pflegekraft. Und es gibt ein fundiertes Entscheidungsdreieck, aus dem jeder eigentlich seine Entscheidungen trifft, seine beruflichen wie seine privaten. Und diese basieren halt eben einmal auf seinen eigenen Werteorientierung und den Einstellungen, aus Handlungsspielräumen, die sich eröffnen für ihn, und eben aus den Ressourcen, und Wissen, aus dem, die sich zusammensetzen aus Wissen, also aus Bildung und aus Finanzen. Und wenn wir die Kreise 10 einmal für einen Haushalt, dann ist es sehr entscheidend. Also wenn ich als Haushalt auch pflegende Angehörige habe, dann muss ich gucken, welche Handlungsspielräume habe ich denn. Ich muss gucken, habe ich die Möglichkeit, Pflege oder auch andere haushaltsbezogene Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Gibt es die Angebote überhaupt? Ich muss aber auch gucken, welche Wertorientierungen stehen dahinter, hinter einer Pflege in diesem Land, entsprechen die meiner Pflege, das, was eine professionelle Pflegekraft dort mitbringt, und wie kann ich es finanzieren? Und ähnlich ist die berufliche Entscheidung von einer Pflegekraft auch bestimmt durch ihren eigenen Handlungsspielraum. Kann ich mich weiterbilden? Kann ich, wenn ich da einmal anfange mit, komme ich denn weiter? Habe ich eine vertikale Aufstiegschance? Die Frage ist auch immer, kann ich mich bilden, kann ich das finanzieren, und welche Wertorientierung steht dahinter? Wird mein Beruf wertgeschätzt? Mache ich das? Setze ich meine Finanzen ein? Nutze ich meine Handlungsspielräume, wenn entsprechend die Wertorientierung dann auch da ist? Also in diesem Dreieck, denke ich, bewegen wir uns alle, und damit würde ich ganz gerne das beenden. Ich danke fürs Zuhören. Das sind noch eine Vielen Dank, Frau Neumann. Gibt es Rückfragen direkt an Frau Neumann von Ihnen? Dann, ja, bitteschön. Vielleicht können Sie noch sagen, bezogen auf Berlin, wie viele Menschen das wahrnehmen? QS Innova? Ja. Da kann ich ganz klar sagen, es sind sehr wenige. Wir bewegen uns da, sage ich mal, im Händebereich. Und das liegt daran, dass der Markt im Moment an Leuten, die bereit sind, Pflege zu machen, leergefegt ist. Deshalb ist diese Entwicklung, also Leute zu gewinnen, der ist ganz akut. Wir haben im Moment, wenn ich die Arbeitslosen nehme, ein großes Motivationsproblem, sich auf diesen Weg zu geben. Weil sie im Moment auch von den Handlungsspielräumen immer nur mit dem Pflegebasisschein konfrontiert werden und einer prekären Arbeitssituation. Es ist keine Option da, um da weiterzumachen. Viel interessanter wird es bei den Projekten, wo es beschäftigungsbegleitend passiert. Das ist jetzt nicht speziell für die Migrantinnen und Migranten. Da ist die Nachfrage wesentlich größer. Also die in der Pflege sind mit ihrem Pflegebasisschein, die wollen tatsächlich alle ihre Ressourcen und zeitlichen Möglichkeiten nutzen, um daraus mehr zu machen. Da gibt es bessere Ansätze. Frau Luipold, wie beantworten Sie aus Ihrer Tätigkeit in der Bundesagentur für Arbeit diese Frage? Welche Wege sehen Sie für die Beseitigung des Fachkräftemangels? Ja, ich möchte mich erstmal auch für die Einladung bedanken und bin fasziniert, die verschiedenen Blickwinkel und die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Frau Neumann hat ja jetzt einige Bereiche angesprochen, und da muss man, glaube ich, nochmal deutlich sagen, dass die Bundesagentur für Arbeit ja sehr vielschichtig unterwegs ist. Das heißt also, wir fangen ja auch an den Schulen. Jede Schule wird von Beratungsfachkräften betreut, und auch da wird der Markt dargestellt, und da werden natürlich auch Ausbildungsmöglichkeiten und Studienmöglichkeiten dargestellt. Und da gehört auch der Pflegebereich selbstverständlich dazu. Dann haben wir
auch eine ganz starke Arbeitgeberorientierung. Das heißt also, ich bin ja vorgestellt worden, dass ich hier in der Regionaldirektion in Berlin den Stab Chancengleichheit leite. Das heißt, wir arbeiten auch sehr stark mit der Wirtschaft unter dem Aspekt, was muss passieren, um Frauen in Arbeit zu bringen und zu halten. Ja, da haben wir ja die ganz große Thematik Vereinbarkeit von Sorgeaufgaben und Berufstätigkeit. Wir haben hier, wir gehören ja Berlin-Brandenburg, den Osten und beobachten natürlich, dass im Osten die Frauen hier eine andere kulturelle Sozialisation haben und es viel besser möglich ist, selbst für Ostfrauen aus dem Westen, haben wir analysiert, die in den Westen abgewandert sind, Familie und Beruf in Vollzeit zu vereinbaren. Das heißt also, wir haben ein vielschichtiges Spektrum und arbeiten hier sehr stark auch netzwerkorientiert mit Unternehmensverbänden, Kammern und so weiter, was die Wirtschaft angeht. Und wir haben natürlich unsere Kundinnen und Kunden im Sinne von Arbeitslosen oder Arbeitssuchenden, wo wir Lösungen schaffen müssen. Ja, und da ist eine Lösung, die Frau Neumann eben auch angesprochen hat, dass wir auch immer mehr versuchen, Dinge berufsbegleitend zu machen. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, in Unternehmen zu qualifizieren. Auch da bezuschusst die BA Ausbildungsgänge, so dass wir also, denke ich, über unterschiedlichste Möglichkeiten Fachkräftemangel an sich angehen und natürlich auch nicht zu vergessen über unsere zentrale Auslandsvermittlung. Hier haben wir jetzt zum Beispiel konkret, haben Sie wahrscheinlich in der Presse beobachtet, vereinbart, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Bei der Altenpflege gehen wir jetzt konkret auf Bosnien zu, auf Herzegowina, auf, müsste nochmal nachgucken, noch ein paar andere Länder, wo wir da natürlich die Fachstelle haben, die sagt, ich kann da hinfahren und gucken, und die sagen uns immer, wir sind nicht die Einzigen. Da sind noch andere Länder da, die vielleicht auch andere Standards, das wissen Sie aus der Pflege, Sie haben Skandinavien angesprochen. Wir haben ja vor ein paar Jahren, müssen wir auch sagen, als Bundesagentur ganz stark auch Menschen, insbesondere aus dem Osten, ich habe damals in Rostock gearbeitet, in Größenordnungen qualifiziert, um in Skandinavien zu arbeiten. Die kommen nicht mehr zurück. Das war unser erster Ansatz. Ja? Und ich möchte den Bogen nochmal anders ziehen. Sie sind auch so schön breit eingestiegen in die Fachkräftesicherung. Gehen wir mal in die Wirtschaftsberufe, also Industriemechanik. Ne? Wir haben einen Ausbildungsberuf, den mache ich als Haupt- oder Realschüler oder Schülerin. Ich habe eine Qualifizierung von 3, 3,5 Jahren und dann kann ich nach etwa 2 Jahren eine Ausbildung zur Technikerin, zum Techniker machen, Meisterin, Meister, ja, und kann so, wie Sie das auch geschildert haben, ohne Hochschulabschluss in meiner berufseinschlägigen Richtung studieren. Das können wir im gesamten medizinisch-gesundheitsbereich nicht. Wir haben lauter Spezialisierungen, und Sie haben das so wunderbar dargestellt, Frau Professor Bienstein, ja, dass das so wichtig ist, dass das viel breiter angelegt ist. Das funktioniert nicht mehr. Uns gehen schlicht und ergreifend die Menschen aus. Und wenn die Menschen einem ausgehen, dann fangen die nicht nur an, danach zu fragen, stimmen meine Arbeitsbedingungen, stimmt meine Kohle, wenn ich das salopp sage, sondern die sagen auch, Pflege, tolle Sache, 10 Jahre, 15 Jahre, jetzt langt's. Jetzt möchte ich was anderes tun. Und wir schaffen es nicht, die Berufe durchlässig zu machen. Und wenn wir an der Stelle nicht arbeiten, ja, oder wie viele junge Frauen haben wir in den Hotel- und Gaststättenbereich ausgebildet? Zu Zeiten, wo die Pflege, und ich sage das so bewusst, ja, die Zeiten ändern sich ja permanent. Ja, die haben sie nicht mit dem Hintern angeguckt, diese jungen Frauen, ja, die in die Pflege wollten und vielleicht 2 zu wenig hatten. Ja, die sind hochqualifizierte Restaurantfachfrauen, Hotelfachfrauen, die muss man sich angucken. Die haben nämlich auch schon gelernt, mit Menschen umzugehen. Ja? Das heißt also, wenn wir nicht anfangen zu sagen,
Wir greifen diesen Gedanken von Ihnen auf. Wir werden durchlässig in Ausbildungsgängen. Wir greifen den Gedanken von Frau Neumann auf. Was hat man denn schon mitzubringen, dass wir jetzt endlich auch mit Qualifizierungen aus dem Ausland lernen? Ja? Was ist denn schon da an Know-how, an Wissen? Erstmal völlig egal, woher ich es habe, wenn ich gute Einstiegstests schaffe und dann modular anbiete, was fehlt dir jetzt? Ja, jetzt möchte ich vielleicht, wenn ich bei meinem blöden Beispiel bleibe, als Hotelfachfrau eben mal ausprobieren, passt die Pflege zu mir? Ja, dann mache ich vielleicht so einen Pflegebasisschein. Ja, und kann für mich feststellen, passt es oder merke ich, nein, ich muss jetzt in einen Metallberuf, wenn ich bei meinem Beispiel bleibe. Ja? Und da müssen wir dazulernen und da sind wir zu langsam, weil wir eben auch ganz stark in diesen Berufskategorien unsere Verbände und Innungen und Kammern und Pfründe und Lobbys und was weiß ich haben und irgendwann wird die Situation uns regeln. Das ist so meins. Ich kann jetzt natürlich noch abschließend sagen, die Bundesagentur hat bis vor 2 Jahren auch wieder in einer Sondergeschichte die 3-jährige Altenpflegeausbildung finanziert. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Nach dem Gesetz kann die Bundesagentur Umschulungen von 2 Jahren bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Facharbeiterin in der Elektrotechnik mache, da ist die Erstausbildung 3,5 Jahre. Mache ich sie als Umschulung, sagen die Unternehmen, wir trauen das den erwachsenen Menschen zu, dass sie das in 2 Jahren schaffen. Nicht so in der Pflege. Kein einziges Land sagt, okay, Bundesagentur, wenn du in dieser Dramatik bist, dass du nach dem Gesetz nur 2 Jahre finanzieren kannst, dann kriegen wir das auch in diese 2 Jahre reingepackt. Nein, der Weg geht immer anders. Ja? Wir haben, das wissen Sie auch, wenn wir in Altenpflege, in Krankenpflege ausbilden, schon sehr frühzeitig Menschen, die etwas können. Nach einem Jahr Pflegeausbildung bin ich schon einsatzfähig auf Station. Nach 2 Jahren noch mehr. Warum können die Krankenhäuser oder die Altenpflegeeinrichtungen dieses dritte Jahr nicht bezahlen? Ich kann ja nochmal drüber nachdenken, ob ich die ambulante Ausbildung vielleicht als Bundesagentur oder als Land bezahlen muss. De facto wird dieses dritte Umschulungsjahr, und Umschulung kostet schon sehr viel Geld, das ist ja, da ist jemand, warum auch immer, nicht mehr in der Lage, den Erstberuf auszuüben oder konnte ihn nie lernen oder was auch immer ist, ja. Und man entscheidet, hier macht man eine Umschulung. Wenn ich das in einem Industriebetrieb mache oder in einem Handwerksbetrieb, ist es für die ganz klar, dass sie da selber Geld anfassen. In dem gesamten Pflegebereich erstaunlicherweise nicht. Auch hier wird Geld verdient. Das ist mir unerklärlich. Es ist immer ein Politikum. Die Bundesagentur hat sich jetzt wieder bereit erklärt, gelderlos gestampft mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass dieses dritte Jahr finanziert wird. Ja, aber auch hier, denke ich, müssen wir irgendwann umdenken. Was ich wichtig finde, und das geht wieder in die Richtung, die Sie gesagt haben, es wird jetzt Anerkennung verlangt. Wer also eine 1-jährige Krankenpflege-Helferausbildung hat, das muss anerkannt werden. Selbst das war nicht immer möglich in allen Ländern. Wir müssen uns schon angucken, was leisten wir uns da? Soweit vielleicht zur Fachkräftesicherung. Vielleicht noch eines, bitteschön. Ich würde gerne gerade noch was ergänzen oder dazu sagen. Und zwar, einmal kann ich nur, also was ich auch immer sehe im Moment, an dem Geld liegt es in dem Fall tatsächlich oft nicht. Also die BA hat jetzt das dritte Jahr finanziert. Ich sehe das bei der Nachqualifizierung in anderen Berufen auch, wo es dann eher die Auseinandersetzung mit Kammern ist, die auch Kammern, die IHK und Handwerkskammer haben auch Ängste, dass über andere Wege Ausbildungsqualität verloren geht. Das ist kein Bereich, der da separat steht. Aber man kann in dem Fall ausnahmsweise mal sagen, das Geld steht bereit. Also es ist an die BA mit Wegebau im großen Programm ist ja auch dabei, beschäftigungsbegleitend entsprechend zu fördern. Ich denke, da stolpern wir tatsächlich, wenn es darum geht, Beschäftigte in der Pflege oder auch in anderen Berufen an diesen
an diesem Gefühl, dass es keinen anderen Weg als die Erstausbildung gibt, um an die Gesamtkompetenzen zu kommen. Und es sind die gleichen Prüfungen. Also spätestens bei der Prüfung und bei der Prüfungsqualität können wir uns überlegen, wie können wir die so einrichten, dass es klar ist, jeder kann dasselbe, der da durchgeht am Ende, unabhängig von dem Weg, den er vorher gegangen ist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es diese Möglichkeiten gibt und erst recht, wenn wir das unter dem Fokus sehen der Migrantinnen und Migranten, die hier einreisen und entsprechend sogar höhere Qualifikationen in dem Bereich haben. Also das, denke ich, wollte ich dazu auf jeden Fall noch ergänzen. Vielleicht gleich noch eine Frage noch dazu, was das Projekt, was Sie vorgestellt haben, Ihre Arbeit, das ist jetzt für Berlin, ein Projekt in Berlin, senatsgefördert. Wie sieht das in anderen Bundesländern aus? Gibt es da ähnliche Projekte, gleiche Projekte oder ist das eher ein Sonderfall in Berlin? Ich muss dazu sagen, Kurs Innova ist ein Berliner Senatsprojekt, um meinen Auftraggebern gerecht zu werden. LIEB ist ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. LIEB ist tatsächlich da im Rahmen von Perspektive Berufsabschluss grundsätzlich dabei, diese Nachqualifizierung in allen Berufen in den verschiedenen Regionen zu etablieren und dort bei LIEB ganz speziell Unternehmen zu beraten dazu, wie das auch beschäftigungsbegleitend geschehen kann, wie Finanzierungen auf den Weg gebracht werden. Im Bundesgebiet gibt es für die Altenpflege gerade aus dem Programm zwei weitere größere Projekte. Und das ist einmal die Servicestelle Altenpflege Rheinland-Pfalz-Niedersachsen. Das ist ein gemeinsames Projekt, geleitet von INBAS. Und es gibt in Schwan ein Projekt, also in Mecklenburg-Vorpommern dazu. Da heißt den Titel des Projektes gerade nicht, das ist Herr Kaiser. Und um ihn zumindest zu erwähnen. Und es ist so, dass in beiden Fällen, also in allen Fällen, die Arbeit daran besteht, modulare Konzepte aufzustellen für die Altenpflege und beschäftigungsbegleitend das, was rechtlich im Moment gegeben ist, zumindest praktisch umzusetzen. Denn wie gesagt, es gibt rechtlich die Möglichkeit, andere Gesundheitsberufe, also Absolventen anderer Gesundheitsberufe anzuerkennen, indem ein Jahr verkürzt wird, die Beschäftigungsbegleitende dann eben von 4 auf 3 Jahre. Und das ist ein Tatbestand, der aber, obwohl er rechtlich möglich war, nie genutzt wurde, also marginal genutzt wurde. Und in diese Projekte zielen konkret darauf, den wenigstens auszuschöpfen und dort auch solche Methoden und Verfahren wie fachliche Feststellung. Also wie kann ich denn, wenn eine Hebamme, sag ich mal, Altenhilfe machen möchte, dann feststellen, was kann sie denn tatsächlich schon in dem Bereich? Also wie kann so eine fachliche Feststellung aussehen? Was braucht sie dann noch, um dann auch ein Konzept zu ermöglichen, was beschäftigungsbegleitend in einem Jahr Verkürzung sie dann zur Fachkraft Altenpflege ausbildet? Also in diesem Kontext bezieht sich das, ist kein Schritt weiter, sage ich jetzt mal, im Sinne von Anerkennung im größeren Stil auch von Migrantinnen oder Migranten oder auch von langjähriger Berufserfahrung. Ich habe hier eine Wortmeldung, zwei Wortmeldungen, 3, 4, 5. Okay, trotzdem noch eine Frage vorher dazu noch. Wir haben die Tagung nicht ohne Grund auch Gender Trends genannt, also dass wir den Gender-Dimensionen dieser Debatte nachspüren wollen. Und da habe ich auch dazu die Frage, Umschulung, das, was Sie tun, gibt es da sagen wir so speziellen Zuschnitt auf Männer oder Frauen, die angesprochen werden, oder spielt das bei dem, was Sie tun, nämlich Beseitigung oder den Versuch, Beseitigung von Fachkräftemangel überhaupt schon eine Rolle? Oder ist das eher dann, wenn wir das sozusagen besser sind in der Mangelbeseitigung, dann können wir uns auch um diese Probleme kümmern? Oder ist das sozusagen stringent dabei? Also ich kann sagen, wir sind im Moment froh über jeden, der in der Pflege arbeiten will. Und ob der jetzt männlich oder weiblich ist, interessiert die Pflegefachschule nicht und eigentlich uns erstmal auch nicht, denn es gibt sie kaum noch. Es gibt weder die Frauen noch die Männer, die bereit sind, sich auf diesen Weg zu machen. Das muss man einfach sagen, da haben wir gar nicht so die Auswahl. Also da konnte man kaum Prozente nennen. Also ich sage mal, auch die Umschulungen sind nicht mehr voll. Ja, sie sind
Und ich denke, die BA sucht in ihren Statistiken auch nach den Männern und fragt jeden Mann wahrscheinlich auch danach, ob er nicht bereit ist, in der Pflege zu arbeiten. Also insoweit vielleicht selektiv die Suche auch bei den Männern. Und ich sage, das ist mal so ein typisches Beispiel, wo man in der Not dann nach den Männern sucht. Ne? In der Geschichte hat man immer in Notsituationen nach den Frauen gerufen, dass sie die Arbeit tun. Jetzt haben wir eine Notsituation im Fachkräftebedarf und wir rufen nach den Männern. Das ist vielleicht mal eine ganz interessante Entwicklung, die man unter dem Aspekt nochmal betrachten sollte. Ich wollte dann nur noch mal ganz kurz rein, und weil uns natürlich aus Sicht der Chancengleichheit ganz wichtig ist, dass der Unterricht gendersensibel ist, ja, und dass man hier natürlich auf Rollenstereotype achtet und gegebenenfalls gegensteuert als Lehrkörper, ja, weil da natürlich für uns auch in der Analyse ersichtlich ist, dass Abbrüche entstehen. Ja, also immer da, wo ich einen Ausbildungsgang habe, der von einem Geschlecht dominiert wird, ja, läuft immer das andere Geschlecht Gefahr, und zwar die Männer in Frauen-Ausbildungsgängen und die Frauen in Männer-Ausbildungsgängen, dass etwas nicht so ganz passt. Also wir erleben jetzt so bei Männern in Kitas, dass die merken, die Curricula müssen umgeschrieben werden. Es ist eben nur die weibliche Sprache, und das fällt den Männern dann sehr schnell auf. Und die müssen sich da zusammentun. Wir Frauen kennen das auch. Aber es ist also wertvoll, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird. Wir haben natürlich andererseits auch in der Bundesagentur erlebt, so in IT-Studiengängen oder technischen Studiengängen, dass auch in der Berufsschule, dass Frauen unglaublich entmutigt werden können, wenn sie eine Frage stellen und Männer sagen, olle Kamellen. Das heißt also, für mich ist der Blick gendersensibel weiter als wen akquiriere ich, sondern wie unterrichte ich und wie gehe ich mit den Leuten um. Vielen Dank. Ich habe jetzt die Wortmeldung, würde mit Ihnen anfangen. Und dann hier vorne weitermachen und dann ganz hinten nach links gehen. Ja, es kam eben die Frage auf, wie sieht das denn in anderen Teilen der Republik aus? Vielleicht einen kurzen Bericht. Interessant auch zu lesen, das Sozialministerium in Rheinland-Pfalz hat ganz aktuell, also 2012, ein Branchenmonitoring erhoben. Das heißt, über alle 18 Gesundheitsfachberufe, von der Diätassistentin über die Pflege bis hin zu den Therapieberufen, evaluiert, wie der Fachkräftemangel aktuell ist und wie er sich bis 2020 prognostiziert. Im Übrigen vor dem Hintergrund auch ganz spannend, das Thema Fachkräftemangel nach der Akademisierung hier zu diskutieren. Es gibt ganz klare, weil es sonst immer nur postuliert wird, jetzt liegen zumindest für ein Bundesland mal Zahlen vor. Wir haben exorbitanten Fachkräftemangel, wie zu erwarten, in der Pflege und in der Altenpflege, ganz relativ dicht gefolgt von der Physiotherapie und von der Podologie. In allen anderen Gesundheitsfachberufen ist eine Deckung im Land da. Im Gegenteil, es wird sich so in Ergotherapie, Logopädie sogar umkehren in den Fachkräfteüberschuss. Und das Land, und seitdem sitze ich in der Kommission bei der Sozialministerin, wo mehrere Berufsfachschulen und Berufsverbände zu sind, um zu schauen, wie sind denn, auf welchen Wegen kann diese Fachkräftemangel beseitigt werden in diesen Gesundheitsfachberufen. Und da kommen ganz spannende Ideen zutage. Also nicht nur die Frage, wie können wir mehr, und morgen haben wir in Koblenz im Landesamt eine Sitzung, wie können wir mehr Fachkräfte aus dem Ausland akquirieren. Da geht es um die, und Ausland meine ich nicht EU-Ausland. Wie können wir, was die Anerkennung von Berufsabschlüssen für den deutschen Markt, in dem Fall Rheinland-Pfälzischen, wie können wir da die Entbürokratisierung der Anerkennung nicht EU-Abschlüssen vereinfachen, müssen wir eventuell mehr ausbilden. Aber auf jeden Fall hat das Land, oder wie sind die Rahmenbedingungen zu schaffen? Mehr Betriebskitas, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bessere Vergütungschancen für die Berufsangehörigen. All das sind Themen, die politisch, und da freue ich mich, dass die Politik das auch mal geäußert hat, die politisch jetzt in die Diskussion gebracht worden sind. Und das hat allerdings dazu geführt, dass das Land Rheinland-Pfalz zwar einen Studiengang in der Physiotherapie klinisch einrichten wird, aber ganz klar auch entschieden hat, wenn wir die Akademisierung beispielsweise in der Physiotherapie grundständig wollen und die nicht mehr Ausbildung an Berufsfachschulen, dann kriegen wir den Fachkräftemangel erst recht nicht beseitigt. Deswegen hat politisch das Land Rheinland-Pfalz, und deswegen auch letzter Satz, ganz spannend, dass das hier hintereinander ist, entschieden, es kann und wird in Rheinland-Pfalz nur einen Aufbaustudiengang geben und keine grundständige Akademisierung, weil einfach Realschulabsolventen so erstmal wegbrechen oder einen viel umständlicheren Weg in Richtung Hochschulen finden können. Das ist, denke ich mal, ganz interessant. Kann man übrigens auch nachlesen und runterladen, diese Studie. Frau
Frau Neumann dazu, bitte. Ich würde da ganz gerne an einer Stelle vor allen Dingen einhaken, nämlich wenn es da mal darum geht, der Fachkräftebedarf, es gibt ja auch für Berlin-Brandenburg Studien, gerade in der Alten, also in der Pflege, ist ja nun mal gekoppelt daran, dass es Quoten gibt. Also wir, also Quoten von Fachkräften, die gesetzlich vorgeschrieben werden. Und ich möchte das Szenario einfach mal aufmachen. Quoten lassen sich schneller ändern als vieles andere in dieser Bildungslandschaft. Ich möchte davor warnen, einfach vor dieser Gefahr. Wenn wir so weitermachen und an bestimmten Diskussionen, dann haben wir vielleicht auch bald keinen so hohen Fachkräftebedarf mehr, weil die Politik an dieser Schraube dreht und die Quoten runtersetzt. Und das kann, ist uns allen, glaube ich, nicht sympathisch, wenn wir hier so sitzen. Aber die Gefahr besteht. Und denn dieser besondere Zahl in dieser Pflege ist dieser Quote geschuldet. Das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Vielen Dank. Ich möchte die Wortmeldung jetzt noch dran nehmen und dann vielleicht auf eine Abschlussrunde von Ihnen beiden dann, dass Sie Gelegenheit haben, darauf zu reagieren. Frau Buri, bitte. Ja. Ich bin ganz dankbar dafür, dass die Arbeitsmarktrelevanz hier eingebracht worden ist zu der Thematik und auch, dass Sie vor allem diesen unteren Bereich nochmal erwähnt haben, weil ich denke, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns mal die Situation in der Republik angucken. Und Sie haben zu Recht gesagt, dass es hier eigentlich in diesem Bereich der Nachqualifizierung nur ganz wenige Projekte von einzelnen Ländern gibt. Ich möchte mal die Prognose wagen, dass die meisten Länder im Moment keine Genehmigung für ein solches Projekt kriegen würden vom Bund, weil nämlich es da auch Unterschiede gibt in der Landeszuständigkeit und in der Bundeszuständigkeit. Wir haben unter dem dreijährigen Qualifikationsniveau in der Bundesrepublik über 60, fast 70 unterschiedliche Regelungen zu den verschiedenen Helferinnen, Ausbildungen, und damit sind nur die Einjährigen und die Zweijährigen gemeint, in den Alten- und in den Krankenpflegebereichen. Da liegt doch ein ganz, ganz großes Problem, dass wir im Prinzip hier, seien Sie froh, dass Sie die Einjährige in Berlin nicht haben, sage ich mal, dass Sie eigentlich endlich unterscheiden müssen, wie kommt man im Prinzip in eine vernünftige Fachausbildung. Und da bin ich aber auch ganz bei Frau Luipold. Es kann nicht sein, dass Berufsbilder auf Umschulungsmaßnahmen aufgebaut werden. Das kann eine Möglichkeit sein, durch Arbeitsmarktinstrumentarien, Fachkräftemangel zu beheben, Nachqualifizierung zu machen, vielleicht auch mal jemandem die Chance zu geben, in einen anderen Bereich zu wechseln. Aber wir brauchen natürlich eine solide, ich bin für eine dreijährige, wie auch immer, Ausbildung, auf der ein Berufsbild steht. Und dann bin ich bei Ihnen, dass ich sage, jawohl, und dann müssen wir gucken, wo sind die Qualifikationen, die Laienpersonen, die Einjährige, Zweijährige mitbringen, und die müssen wir in diese Fachlichkeit bringen. Das Problem ist, im Moment ist der Markt so leergefegt, dass viele Jobcenter, Arbeitsagenturen gar nicht die Notwendigkeit haben, sozusagen eine Umschulung zu finanzieren. Sie haben recht, das ist verdammt teuer. Die Leute werden Ihnen schon mit einer Helferin-Ausbildung weggeholt. Nur das sind die Sackgassen, in denen die Frauen überwiegend dann stecken, weil ob sie einjährig, zweijährig, sechswöchig eine Ausbildung haben, in der Tarifierung, kann ich Ihnen sagen, ist es ziemlich egal, um nicht ein anderes Wort zu nehmen. Das heißt, sie verdienen nichts. Erst wenn sie in die Dreijährige kommen, in die Qualifizierung, hätten sie die Möglichkeit, zumindest eine vernünftige Tarifierung, wenn es eine gibt, dieser Bereich ist nicht sehr hoch tarifiert, zu erhalten. Also da müssen wir dran drehen. Ich würde auch da gerne kurz drauf reagieren, weil es gibt zwei Anmerkungen. Ich weiß, wenn ich mit Pflegefachkräften das Thema argumentiere, kriegen wir das hin. Die Ausbildung eines Pflegebasisscheins beispielsweise zu integrieren in eine Gesamtausbildung sozusagen als Teilbestand. Dann weiß ich, dass die Argumentation immer ist, es ist ein anderes Denken.
um hier vorne in die erste Reihe zu blicken, wie an Pflege herangegangen wird. Also die Diskussion habe ich verstanden, sage ich mal, dass es einen ganz anderen Zugang zu dem Thema Pflege gibt, als wenn ich bestimmte Tätigkeiten ausübe direkt am Patienten, die mir gesagt worden sind, dass sie gut sind. Die Pflegekonzepte hat jemand anders erstellt. Das ist eine lange Diskussion, kriegen wir es hin? Also die einfachen Tätigkeiten, die rein ausübenden Tätigkeiten, damit auch in der Ausbildung so zu integrieren oder rauszunehmen, dass sie Bestandteil des Ganzen sind. Das denke ich, so nach meinen ganzen Diskussionen, ist aber grundsätzlich eine Möglichkeit. Wir müssen Durchlässigkeiten schaffen, dass man darauf aufbauend was machen kann und das Gefühl auch nicht entsteht, ich fange immer wieder von Null an. Und das, was ich gemacht habe, ausübend, einfache Tätigkeit über lange Jahre, ist nichts wert. Darum geht es. Es geht um eine Wertschätzung dessen, was ich getan habe, und dann um eine konzeptionelle Arbeit. Wie kann ich das, was ich gelernt habe, durch Tun und auch durch vielleicht das letzte Glied in einer Pflegekette, ne, also wie kann ich das nutzen für meine Weiterbildung? Also ich denke, das ist eine Diskussion, die wir hinkriegen müssen. Und das andere, ich bin nicht der Meinung, dass wir so glücklich sind, dass wir die Einjährige hier nicht haben in Berlin. Ich hätte sie schon ganz gerne, aber weil ich auch sehe, es gibt so Umwege im Moment. Es wird hier eine Altenpflege, es gibt Angebote zur anerkannten Altenpflegehelferin in Berlin. Die gibt es in Berlin aber gar nicht. Und dann gucke ich mir das an, denke ich, ah, der war bestimmt ganz schlau, hat sich die Anerkennung wahrscheinlich wenigstens in einem anderen Bundesland geholt, damit man sie hier zur Verkürzung nutzen kann. Ist gar nicht der Fall. Der Träger, der es dann gemacht hat, hat sich noch nicht mal die Anerkennung in einem anderen Bundesland geholt, soweit noch. Ja, es ist eine anerkannte Altenpflegehelferin in einem anderen Bundesland. Aber den Anschluss, dass derjenige dann hier vielleicht weitermachen könnte, den hat er sich nicht mehr konstruiert. Also, dass er dann sozusagen die verkürzte Umschulung daran anbietet, ist da nicht da, das Angebot. Also, das heißt, es wäre schön, wenn es das insgesamt gäbe. Man hätte die Altpflege, man könnte Menschen auf diesen Weg bringen und sie könnten dann im Anschluss eben nicht wieder von Null anfangen, sondern darauf aufbauend weitermachen. Deshalb ist der Markt, solange er in den Bundesländern so unterschiedlich ist, ist verdammt schwierig zu handeln. Und weil es gibt auch Grenzen. Also die sind immer wieder zu überschreiten. Ja, Jasenka Wilbrand. Ich möchte auch was zu Lebenschance und Lebenssackgasse Helferinnenausbildung sagen und auch vielleicht was fragen. Ich finde, dass diese Durchlässigkeit, die wir fordern oder die auch das ganze Fachfeld eigentlich fordert, die muss auch bei der Helferinnenausbildung anfangen. Erstmal müssen wir oder brauchen auch Menschen, die zum Beispiel hier in Berlin keine Chance haben, direkt zur Fachausbildung zu kommen, auch wahrscheinlich von ihren Fähigkeiten sie das auch nicht zutrauen und sie brauchen so einen Zugang, wo sie erstmal checken, ist dieser Beruf was für mich, kann ich mir das zutrauen oder nicht. Ja? Das ist wichtig und wir sprechen damit auch, oder wir würden damit auch mal, glaube ich, diese Berufstreue in diesem Bereich auch mal etwas erhöhen, weil viele, die dann direkt in die Fachausbildung anfangen, dann ziemlich schnell sehen, dass sie eigentlich was anderes möchten und auch andere Wege gehen. Aber jetzt meine Frage an Frau Luipold. Hier in Berlin zum Beispiel gibt es ein Sammelsurium an Angeboten in diesem Bereich, Helferinnenbereich. Pflegebasiskurse von 3 Wochen bis aber 3 Monate bis zu einem halben Jahr mit Führerschein, ohne Führerschein. Ein Bildungsträger, der einen Kurs anbietet oder Kurse anbietet, wird zertifiziert und später wird überhaupt keine Kontrolle mehr gemacht. Da fließt unheimlich viel Geld rein. Unabhängig davon, dass auch die Menschen, die das dann gemacht haben, auch später von diesen Situationen stehen, die jetzt beschrieben wurde. Eine aus Brandenburg, der da ein Jahr vielleicht mal hinter sich hat, hat nicht bessere Chance unbedingt gegenüber anderem, der hier 3 Monate mit Führerschein gemacht hat. Also das ist ein untragbarer Zustand und eigentlich eine Verschwendung von Geld, wenn man das nicht besser macht. Aber jetzt noch eine zweite Geschichte, wenn jemand Helfer oder Helferin ist und dann im Beruf ist, dann ist er aber richtig in der Sackgasse. Weil dann kriegt er, also für die Umschulungsmaßnahme kommt er nicht in Frage. Wenn er selbst was machen will, muss er viel Geld auf den Tisch legen. Also ein Beruf oder eine Lage ohne jegliche Zukunft, ohne Karrierechancen und so weiter. Auch damit verprellen wir die Leute. Gibt es da Überlegungen auf der Ebene der Arbeitsagentur, das irgendwie anders zu machen? Eine direkte Frage, direkte Antwort.
kann ich machen. Also, ich muss erst mal an der Stelle beginnen, wenn es Qualifizierungsmaßnahmen von Bildungsträgern gibt, dann müssen die eine Zertifizierung nachweisen, die nicht von der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt wird. Ja? Wir haben es nicht weggegeben. Wir sind eine Einrichtung, die einfach genauso politisch gesteuert wird wie andere auch. Ja? Man hat sich entschieden, das in andere Hände zu geben. Das heißt also, wir haben aber die Möglichkeit zu prüfen, Bildungsmaßnahmen, wo wir Menschen einen Bildungsgutschein gegeben haben, dass sie dort sich qualifizieren lassen. Und da sind wir auf ihre Mithilfe angewiesen. Das heißt also, wir sind nicht in der Lage, flächendeckend alle Maßnahmen zu prüfen. Aber immer dann, wenn jemand sagt, also hier stimmt was nicht oder hier bin ich nicht zufrieden oder damit kam ich nicht weiter, ja, dann haben wir die Möglichkeit. Also da sind wir auch dankbar und das sind wir, bitten wir Sie auch wirklich, das sage ich allgemein, wenn Sie von jemand hören, der irgendwo eine Qualifizierung macht und sagt, das hätte ich mir auch sparen können, dann schicken Sie den zu Ihrer Arbeitsvermittlerin oder zu Ihrem Arbeitsvermittler, ja, weil wir dann handeln können. Und das andere ist, Sie haben ja so gesagt, der Arbeitsmarkt ist leergefegt jetzt, was so die Pflegeberufe angeht. Und Sie haben gesagt, das ist eine Sackgasse, wenn ich Helferin bin und da passiert nichts. Es ist ja nun politisch, zumindest in der Altenpflege, wirklich unglaublich viel angeschoben worden. Ja, zuerst hat also die Frau von der Leyen und der Herr Weise, also unser Chef, sich darauf geeinigt, dass man bundesweit 5000 Altenpflegeausbildungen macht. Da haben schon alle bundesweit, alle Arbeitsagenturen und Jobcenter geguckt, wen können wir qualifizieren und die Fähigkeit angeguckt und. Ja? Und Sie haben also immer die Möglichkeit, wenn Sie jetzt oder jemand, den Sie kennen, sagt, ich habe hier eine Qualifizierung und möchte weitermachen, dass Sie da auch hingehen. Ja? Wir haben ja immer den Unterschied, das hat Frau Neumann auch angesprochen, wir haben einmal die Möglichkeit einer Umschulung, wenn man konkret arbeitslos ist, aber wir haben dann immer noch die Qualifizierungsmöglichkeit im Unternehmen berufsbegleitend. Und da ist ja jetzt wirklich wieder die gesetzliche Situation geschaffen worden, ja, dass man sagt, wir wollen diese Qualifizierung zur Altenpflege, weil wir wissen, da ist der Fachkräftebedarf da, bundesweit, als politische Willenserklärung von den Ministerien und wir als ausübende Anstalt. Ja. Und da ist für uns natürlich wichtig, die Menschen zu finden, die sagen, ich bin jetzt Helferin und ich möchte gerne weiter qualifiziert werden. Also ist es auch sinnvoll, da auf seine Arbeitsagentur oder Jobcenter zuzugehen. Ganz kurz, zum Abschluss. Ein Blick aufs Programm und auf die Uhr. Eine kurze letzte Runde mit Ihrer Reaktion jetzt darauf. Noch eine Frage an Sie beide. Sind wir eigentlich auf einem guten Wege, diesen Mangel zu beseitigen oder verwalten wir nur, gibt es einen Ausblick oder gibt es wirklich nur ein ganz schwarzes Feld dahinter? Das möchte ich bitte noch von beiden hören. Bitte schön, Frau Neumann. Kurz, ich würde ganz gerne noch mal auf die Sackgasse eingehen, wenn man dann beschäftigt ist mit Pflegebasisschein. Die Sackgasse ist sehr lang. Die Sackgasse sind nämlich immer diese 4 Jahre berufsbegleitender Umschulung. Also von daher ist es dann keine Sackgasse mehr. Sie sieht erstmal so aus, aber nach 4 Jahren gäbe es eine Öffnung. Ich denke, da ist die Schwierigkeit. Der Weg ist zu lang für viele. Also und auch von den Voraussetzungen eigentlich nicht immer notwendig, sage ich jetzt mal. Von daher, da, weil Sie den Blick zu Frau Luipold gewendet haben, gibt es tatsächlich die Fördermöglichkeiten. Also auch Wegebau wird in der Pflege ja noch kaum angewendet. Es gibt kaum Pflegeeinrichtungen, auch ambulante Pflegeeinrichtungen, ja, die das dann nutzen in dem Maße, wie Gelder im Moment dafür da wären. Ich sage das mal in der Deutlichkeit. Der kritische Punkt ist da tatsächlich eher von Anerkennung beruflicher Kompetenzen, von Möglichkeiten, individuelle Wege zu gehen, um dann demjenigen etwas Attraktives zu bieten in der Beschäftigung, eben um zur Fachkraft zu werden. Also ich denke, das möchte ich dazu ergänzen. Zu Ihrer Frage, also was mich
wo ich im Moment immer schwarz sehe, ist, dass da sich bestimmte Diskussionen selbst im Wege stehen oder gegenseitig im Wege stehen. Also ich denke, die Frage der Akademisierung, die wir vorhin hatten, steht immer dieser Frage der, wie machen wir das denn am anderen Ende, mit den einfachen Tätigkeiten, wird gegeneinander ausgespielt. Das heißt, immer dann, wenn man das möchte, kommen die, die eigentlich eine höhere Stufe in der Pflege einstufen wollen, um ein Argument dagegen zu finden. Das ist eine Argumentation. Und wir haben die Argumentation der Generalisierung der Pflege, wo alle darauf warten, dass sie endlich kommt, dass also Kranken- und Altenpflege in der Ausbildung schon zusammengelegt werden, sodass andere Entscheidungen, die auch gesetzlich bestimmt werden müssten, nicht mehr in die Wege kommen. Also weil man immer auf etwas wartet, was aber auch ein langwieriger Prozess ist, um kurzfristige Entscheidungen möglich zu machen. Ich denke, es gibt verschiedene Diskussionen im Bereich der Pflege, die sich im Wege stehen. Und das macht mich manchmal sehr unruhig. Sind Sie auch unruhig? Nein, wir sind auf dem Weg, empfinde ich. Ja? Also politisch sind wir ja jetzt in die Handlungsebene gekommen. Ja? Also indem wir tatsächlich sagen, die Bundesagentur wird wieder die dreijährige Ausbildung fördern, es wird verstärkt drauf geguckt, wen kann man zur, in dem Fall eben Altenpflege qualifizieren. Und diese Öffnung endlich auf ausländische Abschlüsse wird dahin führen, dass man, was Frau Neumann ansprach, diese Prüfungen entwickeln muss. Ja, man muss sehen, wie kann ich Menschen, die noch nicht diese Sprache so beherrschen und schon eine Erfahrung in der Pflege haben, so prüfen, dass ich sagen kann, passt, geht. Ja, dann höre ich bei Ihnen, dass man Akademisierung sagt, aber gleichzeitig andere Zugänge schafft und feststellt, dass auch die Hauptschülerin hier einen Top-Abschluss macht. Das heißt also, ich empfinde, dass wir absolut auf dem Weg sind und gratuliere den Veranstaltern, dass sie diese unterschiedlichen Blickwinkel zusammenbringen, weil das sind wieder die Impulse, die eben die nächsten Schritte einleiten. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Natürlich gehen uns die Menschen aus, aber doch nicht die Ideen. Herzlichen Dank an Frau Luipold, herzlichen Dank an Frau Neumann. Der Einzige, der ein bisschen unruhig war, glaube ich, war Thomas Altgeld, weil er natürlich dran ist, ganz sicher. Wir setzen fort um 14.45 Uhr. Ich glaube, die halbe Stunde brauchen wir jetzt als Kaffeepause mit etwas völlig anderem und bleiben total im Thema drin, Gesundheitskommunikation von Frauen und Männern. Bis dahin.